Mega schwierig, die Qual der Wahl. Ja, Finny, du bist auch dabei, genau. Ihr kennt sicherlich das Problem beim Welsangeln, dass man sich, lass mich mal kurz was erzählen, dass man sich nicht so richtig entscheiden kann. Wir sind gerade in einem richtig stark verwachsenen Naturufer unterwegs, auf Platzsuche. Im Hintergrund seht ihr überall das Holz im Wasser. Also wir haben Normalstand am Fluss. Es ist jetzt nicht so, dass es Hochwasser ist. Die Bäume hier stehen immer im Wasser, sind reingebrochen. Und ich bin am Überlegen, was das Richtige ist. Ja? Ob wir jetzt unsere Köder in so einem Naturufer augenscheinlich an den Hotspots anbieten sollten. Oder genau auf der anderen Seite drüben vom Fluss, plump in der Steinpackung, in der abfallenden Kante. Das ist die Frage und manchmal ist die Entscheidung gar nicht so einfach. Wenn man längere Tage am Fluss unterwegs ist, kann man natürlich hier 2 Tage verbringen und dann 2 Tage drüben. Aber wenn man nur ein kurzes Zeitfenster hat, beispielsweise nur ein Wochenende draußen ist, dann muss man schon direkt versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, das sieht hier schon rattenscharf aus. Wir haben eine Wassertiefe von ca. 4 Meter, genau in den Bäumen drin. Viel, viel Holz unten am Gewässergrund. Also definitiv das Naturufer sieht sehr, sehr welsverdächtig aus. Allerdings ist es augenscheinlich markant für alle Angler. Und was ich gerade eben entdeckt habe, schaut mal, da oben, da hinten. Das sieht dort ganz stark aus nach einem ausgeschnittenen Angelplatz. Ich bin ja hier auch nicht alleine am Fluss. Und klar, ja, wenn du jetzt hier einen Fluss hochfährst auf Platzsuche, findet natürlich jeder Welsangler so ein Gebiet hochinteressant. Und da oben, das sieht wirklich so aus, als ob dort, ich weiß nicht wann, aber irgendwas ist dort freigeschnitten worden. Finny äugt schon vorne übers Schlauchboot. Die riecht, glaube ich, schon den Braten. Aber ich werde euch mal beide Plätze vorstellen. Ja? Also einmal steht zur Auswahl dieses tiefe, relativ tiefe, 4 Meter, 5 Meter Wassertiefe hier in dem Naturufer oder drüben die Steinpackung. Tja, Glück gehört auch dazu bei so einer Entscheidung jetzt. Ich zeige euch mal drüben die Steinpackung und ihr postet mal in die Kommentare vom Video, was ihr machen würdet, ja, also was ihr definitiv jetzt besser finden würdet oder sicherer, um einen Wallerkontakt zu bekommen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Willkommen auf der anderen Flussseite, komplett andere Verhältnisse. Hier ist der Fluss begradigt worden, also durch Steine der Flusslauf verändert worden. Eine große Steinpackung, alles komplett zugewachsen. Wir haben hier direkt an den Steinen, wo die Kante runtergeht, eine Wassertiefe von 3-4 Metern. Also ähnliche Verhältnisse von der Tiefe her wie auf der anderen Seite im Naturufer drüben. Hier im Hintergrund, hinter der Steinpackung ist kein Ufer, sondern wie so ein kleiner See, wie so ein kleines Rücklaufbecken. Da liegen auch ein paar Boote hier von den ansässigen Anglern drin. Aber es sieht doch auch hier ganz spannend aus. Ja? Also Finny hat die Nase im Wind oder auf Wallersuche. Definitiv wird es in beiden Bereichen Waller geben. Die Frage ist jetzt nur, was wir als erstes testen.
Was mir gleich am Anfang auffällt, hier ist alles richtig zugewuchert. Und man kommt relativ schwer hin. Also ohne Boot kommst du gar nicht hier auf die Steinpackung. Oder musst halt von vorne weit laufen, wo der Damm ist. Und hier ist alles richtig zugewachsen. Also bisher konnte ich hier drüben nichts Freigeschnittenes erkennen. Keine Angelplätze entdecken. Hier seht ihr noch überall den Plastikmüll da, was da in den Bäumen drin hängt. Das sind die Rückbleibsel von einem Hochwasser. Das ist schon krass, wie der Fluss manchmal ansteigen kann. Jetzt haben wir Normalstand, aber die ganzen Hecken hier hängen voll mit Müll. Das ist echt schade, sowas, ne? Irgendwie kommt er ja ins Wasser, also wird wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten hier reingeschmissen. Naja, sowas sollte eigentlich nicht sein, brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Also hier in den Bereichen hat definitiv noch kein Angler vom Ufer aus geangelt. Vielleicht vom Boot aus, aber hier setzt sich keiner, glaube ich, freiwillig rein. Und deswegen denke ich, die Entscheidung ist gefallen. Wir werden hier in der Steinpackung probieren, unser Lager aufzubauen. Da sieht man halt mal wieder, ne? Viele Welsangler schwören auf ein großes Wallerboot. Aber was machen wir damit hier in so einer Steinpackung? Wenn wir es jetzt hier einfach hinankern und es kommt Wellenschlag von anderen Booten, die vorbeifahren, kriegt das Boot definitiv einen Schaden. Und so ein kleines Schlauchboot reicht da vollkommen aus, um anzulegen. Ich muss mir zwar trotzdem einen Ankerplatz für mein großes Boot suchen, aber mit dem Schlauchboot hier habe ich überhaupt keine Bedenken, in der Packung festzumachen. So, jetzt gilt es nur hier wirklich was zu finden, wo wir hier rauskommen. Ist alles hier richtig zugewuchert. Aber das ist doch das Spannende beim Welsangeln, beim Abenteuer-Welsangeln. Sich neue Plätze zu suchen, dort was freizuräumen, dass das Zelt oder die Liege irgendwie reinpasst und dann einen coolen Fisch abzuholen. Am besten einen großen Fisch, ja. Muss nicht immer groß sein, Fisch ist Fisch. Aber ich denke, in solchen Revieren hier, das sind doch die Überraschungen oftmals richtig fett. Fini, komm, wir gehen mal raus. Wir gucken mal, ob wir hier rauskommen. Aber mach langsam. Oh, top. Das Boot weggetreten, Hundele. Du weißt doch, wie das geht. Du warst schon oft genug mit. Muss ja auch mit. Vorsichtig hier, wenn er aussteigt. Die Steine sind glitschig und rutschig. Jetzt bei der Platzsuche achtet auch drauf, dass er erstmal euer Boot irgendwo festmacht. Weil sonst ist es weg. Und dann haben wir ein kleines Problem. So, ich lege jetzt einfach mal hier einen Stein auf die Schnur, dass die liegen bleibt, wo es sicher ist. Jetzt kraxeln wir mal hier hoch. Boot ist sicher. Ja, okay. So, Fini ist schon in den Hecken verschwunden. Ja, das ist wirklich krass hier. Das ist wirklich krass. Hier war definitiv noch kein Welsangler am Ufer gesessen. Jedenfalls nicht das letzte Jahr oder die letzten 12 Monate. Hier ist alles so zugewuchert. Mal hochschlappen, da irgendwas finden. Ach Gott, ey, das wird Arbeit. Aber hier hinten dran ist Sand. Hier hinten dran, seht ihr das? Seht ihr das? Hinten dran ist aufgeschwemmter Sand, wahrscheinlich vom Hochwasser. Das wäre doch perfekt, da kann ich hinter die Packung mein Boot legen, hinten reinfahren, hier mir was freischneiden, sodass wir unsere 3 Zelte da hinkriegen. 2 Gäste habe ich mit bei der Tour. Eddie und ein Flo. Und dann können wir doch hier nach unten und nach oben ganz perfekt in der Packung hier angeln. Das werden wir machen. So, jetzt heißt es aber erstmal freischneiden. Fini, komm! Hopp! Klasse. Ist der Hund weg. Der wird wahrscheinlich wieder irgendwo Nutria geschnuppert haben.
Oder irgendeinen alten Kadaver hier in den Hecken. Da kommt was. Komm, hopp! Abfahrt! Platz bauen! Naja. Hast du was gefunden? Komm, hopp, hopp, rein mit dir. Perfekten Platz fürs große Boot habe ich schon mal gefunden. Wir haben jetzt alles hier ausgeräumt. Hier hinter der Steinpackung ist so ein richtiger, eine richtige Schlammbank, ja, von diesem alten Wasser hier. Das ist ganz perfekt, da liegt sicher. Köderfische haben wir jetzt erstmal da reingehangen an Setzkescher. Aber ich glaube, die muss ich rüber in die Packung hängen, denn hier ist richtig totes Wasser. Es riecht da richtig modrig. Wenn heute Abend die Köder tot sind, haben wir auch nichts davon. Und mit so einem normalen Setzkescher in der Packung drüben, das wird schwierig. Zu viel Strömungsdruck, der Kescher wird zusammenfallen, wenn Schiffe fahren. Da habe ich aber noch eine bessere Alternative im Gepäck, das zeige ich euch gleich. Aber jetzt heißt es erstmal uns was freischneiden, damit wir hier an den Stein überhaupt ins Wasser reinkommen. Hier hinten ist ja echt richtig schön im Sand, aber hier vorne ist unsere Steinpackung, wo wir angeln wollen. Oh ne. Naja, an die Arbeit. Hier habe ich jetzt vor, ans Wasser durchzubrechen. Aber das gehört zum Welsangeln dazu. Sich auf fertige, vorbereitete Plätze zu setzen, kann jeder. Ich baue mir lieber was Neues in dem Gebiet, so wie ich hoffe, wo vorher keiner war. Was ich bei meinen Touren stets dabei habe, ist eine Säge und so eine Schere hier, so eine Gartenschere für die kleinen Äste. Und wenn es grob wird, kommt die Säge zum Einsatz. Auf geht's! Hältst du hier? Kannst gleich Heldenholz sammeln finden. Brennholz gibt es hier auf jeden Fall genug. Also wenn es heute Abend kalt werden sollte, können wir sogar noch ein schönes Lagerfeuer machen. Aber jetzt muss der erstmal raus, denn wir brauchen hier einen Weg. Das geht auch gut voran. Wir sind schon fast am Wasser. Ich schätze noch eine halbe Stunde und dann ist der Platz hier safe. Dann kommt das nächste Problem oder die nächste Herausforderung, vorne in den Steinen unsere Rutenhalter zu setzen. Hier im Sand ist das ja alles easy going oder im Lehm oder Erdboden, aber an den Stein wird auch nochmal schwierig, aber machbar. Mir läuft jetzt richtig die Brühe. Schnell eine Erfrischung reinballern, ein Y-Food Banane. Oh, mega erfrischend, macht satt und ich brauche jetzt nicht irgendwelche Zeit mit Essen zu verschwenden. Ich hau mir so eine Flasche rein und dann wühle ich mich hier durch wie so ein Waldarbeiter. Unglaublich, oder? Was wir hier geschafft haben. Eine Stunde später haben wir einen perfekten Durchgang rüber zum Fluss uns hier rausgeforstet. Die Ruten habe ich jetzt alle schon mal rübergetragen, die Köderfische auch. Da zeige ich euch jetzt, was ich unten für ein Aufbewahrungssystem in der starken Strömung an den Steinen verwende, damit es nicht zusammenfällt. Und das Schlauchboot habe ich auch doppelt gesichert, damit mir es nicht abhaut. Denn das einzige Problem hier an dem Angelplatz wird sein, ich werde mein Schlauchboot tags und nachts über nicht sehen. Die Zelte werden wir hier oben aufbauen und das Schlauchboot liegt hinten, hinter der Kante, unten am Wasser. Deswegen doppelt sichern ist ganz, ganz wichtig, damit es nicht plötzlich durch Wellenschlag weggerissen wird. Und was ich da gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wo
großes Stück hier auf den Stein laufen. Jetzt ein richtiger Luxusangelplatz hier. Die Köderfische habe ich hier in den Steinen in unseren Baitfischtunnel reingelegt. Da fühlen sie sich pudelwohl. Dieser Setzkescher besteht aus so einem Drahtgestell, der sich selber spannt und immer eine sichere Hülle, kann man sagen, bildet für die Köder. Und der kann auch nicht in den Stein hier zusammenfallen. Seitlich hat er richtig Spannung und von oben nach unten genauso. Ich habe eine Schnur hier in die Steine gebunden, hängt er sicher. Und beim Schlauchboot bin ich genauso vorsichtig wie bei meinen Ködern, denn beides ist ultra wichtig zum Welsangeln. Wenn das Schlauchboot weg ist, muss ich hier hinterher schwimmen. Das habe ich zweimal gesichert. Einmal hier an der Seite mit so einem Karabiner. Wenn ich schnell rein und raus will, kann ich es einfach auf- und abklinken und noch einmal im vorderen Bereich. So liegt es schön schräg an den Steinen, bewegt sich nicht im Wasser, ist auch unauffällig für die Welse, die, hoffen wir mal, später hier in der Packung entlang ziehen auf Beutezug. Denn wenn euer Boot hier draußen irgendwo rumklappert, ein Fisch, der hier hochkommt, checkt das sofort. Das ist dem sein Revier hier, dem sein Zuhause. Der kennt sich hier aus. Und wenn plötzlich was Fremdes hier ist, irgendein Störkörper, dann kann es natürlich sein, dass ein erfahrener Fisch sagt, da sind irgendwelche Angler, da gehe ich mal lieber weiter raus in die Flussmitte und gehe weiter oben in die Steinpackung zum Fressen. Alles gut gesichert. Und jetzt geht's an die Rutenhalter. Das Setzen eurer Rutenhalter hier in den Stein ist natürlich nicht das einfachste Unterfangen. Irgendwo einfach mit dem Gummihammer reinschlagen könnt ihr vergessen. Aber wir haben die Möglichkeit, die Rutenhalter in den Ritzen der Steine einzuklemmen und dann noch ein paar große Steine dagegen zu legen, dass es hält. Wir sind ja ratzfatz an der Rute. Ich suche mir jetzt hier ein paar Löcher irgendwo, rolle ein paar Steine weg und probiere da den perfekten Bereich zu finden. Passt jetzt auch auf, ihr habt ja gesehen, der große Stein ist eben hier einfach so runtergerollt. Wenn ihr hier ins Wasser runterlauft, räumt euch ein paar Steine, die wirklich richtig beweglich sind, also auf denen ihr auch ausrutschen könnt, beiseite, dass ihr einen einigermaßen sicheren Weg hier in der Packung bekommt. So, ich suche mir jetzt hier ein paar Ritzen in den Stein, lege ein paar kleine Steine dagegen. Unsere Plakett Edelstahlrutenhalter sind da natürlich bestens für geeignet, weil wenn die unten schon ein bisschen Sicherung haben, verbiegen, tut da gar nichts nach oben hin. Also nutzt da auf jeden Fall keine Alu-Rutenhalter oder irgendwas. Vernünftiges Edelstahl, da brennt nichts an. Jetzt ein paar große Steine dagegen legen und dann sitzt der erste. Ich hänge mich jetzt hier nochmal richtig dran. Da hat sich noch was bewegt. Richtig schön einklemmen. Der ist perfekt. Das hält. Die Rutenhalter sitzen perfekt. Ich habe drei nach oben ausgerichtet und drei flussabwärts. Wir werden drei Ruten nach oben in der Packung angeln, drei Montagen und drei Montagen flussabwärts in der Packung ziehen, um so einen großen Teil dieser Steinpackung komplett zuzumachen und unsere Köder dort verlockend anzubieten. Wir wissen ja auch nicht, wo der Wels hier aus dem großen Fluss kommend in die Packung reingeht und Beute sucht. Aber solche Steinpackungen sind immer geniale Angelplätze. Ja. Egal an welchem Fluss Europas ihr unterwegs seid, da stehen die Rapfen drin, da stehen die Weißfische drin, da stehen die Krebse drin, da sammelt sich so viel Nahrung. Aber sie werden von so vielen Anglern vernachlässigt, weil es einfach mit Arbeit verbunden ist und unbequem. Aber ich sehe gerade, meine Gäste haben schon, während ich hier gerödelt habe, das Lager aufgebaut, die Zelte stehen und das sieht richtig gemütlich aus. Und ich bin nicht der Einzige, der schwitzt. Überall hängen die Socken zum Auslüften draußen. Meine Glückssocken hängen auch am Baum.
Die Jungs sollen jetzt mal in aller Ruhe hier ausdampfen, damit sie heute Abend wieder ein bisschen besser riechen und natürlich Glück bringen. So, und jetzt gehen wir mal raus auf den Fluss, bereiten unsere Umlenker vor. Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier eure Schnüre perfekt und geschützt über die scharfkantigen Steine an den Angelplatz führt. Auf geht's. Ich lasse mich jetzt erstmal stromab hier treiben, die Packung entlang, und suche die drei Plätze für die unteren drei Montagen. Ich habe mir schon mal provisorisch ein paar Umlenker ins Boot gepackt, denn diese werden gleich in den Steinen an den aussichtsreichen Plätzen, wo wir später die Montagen ablegen wollen, eingesetzt, um unsere Schnur sicher über die Steine zu lenken. Wie das genau funktioniert, seht ihr gleich. Hier unten, unterhalb unseres Angelplatzes, flussabgesehen, wird es auch tiefer in der Packung. Geht bis auf 6 Meter runter. Hier seht ihr auch die ersten Fische am Packungsfuß stehen. Wir sind gar nicht weit vom Ufer weg. Ich bin jetzt mal ein bisschen näher ans Ufer rangefahren. Und hier seht ihr schön, wie die Steinpackung anfängt anzusteigen. Und diese Bereiche hier, wo es langsam hochgeht in die Steine, das sind auch die Bereiche, wo ich die Köder später ablegen werde. Gar nicht unten am Packungsfuß, sondern in der aufsteigenden Kante. Jetzt sind wir noch circa 4-5 Meter vom Ufer entfernt. Und hier geht es jetzt hoch, 3 Meter Wassertiefe. Ich treibe jetzt noch ein Stück Fluss ab. Hier unten seht ihr ja, kommt das Ende dieser Steinpackung. Ist wie so ein Steinwall, der ins Wasser reingeht. Und das sind immer Top-Bereiche, ja, wo dann der Fluss plötzlich auf den Steinwall trifft. Oder auf das erste Buhnenfeld, ist ja vergleichbar. Und da werden die Wälse zum Fressen hinziehen. Hier erkennt ihr schon richtig, wie so ein Kehrwasser. Hier unten kommt eine lange Schlammzunge raus. Die meisten Welsangler hätten sich wahrscheinlich hier hingesetzt. Ist ja alles viel einfacher. Aber ich möchte am Beginn der Packung von hier aus nach oben zu unserem Angelplatz die Ruten setzen. Ich glaube, das ist der bessere Weg. So, und jetzt werden wir mal den ersten Umlenker in der Steinpackung fixieren. Ich hoffe, ihr konntet eben die Kante auf dem Echolot erkennen, wie es richtig vom Tiefen ins Flache die Steinpackung hochwandert. Ist eine starke Lichtspiegelung jetzt hier durch die Sonne tagsüber. Ich bin jetzt genau an diesem Kantenfuß, an dem Anstieg der Packung, hier ans Ufer gefahren, habe mich hier mit meinen Füßen ein bisschen festgehalten und setze jetzt hier den ersten Umlenker genau in die Steine rein. Ich suche mir da auch wieder an den Steinen, die in Wassernähe hier liegen, eine Ritze, wo die reinpassen, dass die schön verkeilt sind. Ich stelle mir jetzt hier die Höhe ein bisschen ein. Und werde hier durch den Umlenker, durch die Gabel, meine Schnur durchlegen, nachdem ich die Rute abgelegt habe. Das hat folgenden Vorteil, wenn ihr jetzt einfach eure Schnüre hier flussabgesehen, wir sind jetzt circa 100 Meter vom Angelplatz entfernt, ablegt die Montagen und zum Platz zurückführt und bekommt einen Biss, wird der Wels auf sehr weitem Weg eure geflochtene Hauptschnur über die Steine ziehen. Und das macht keine Schnur der Welt sehr lange mit. Dann kommt es zum Abriss und ihr seid zweiter Sieger. Deswegen die Umlenker, ganz, ganz wichtig. Nach dem Ablegen wird eure Hauptschnur hier durchgeführt, zum Angelplatz, übers Ufer, über diese ganzen Hecken hier gelegt. Und dann kann definitiv nichts passieren. Wenn dann der Biss kommt, geht ihr aufs Boot, treibt Fluss ab, nehmt die Schnur aus dem Umlenker wieder raus und könnt den Fisch frei drillen.
Hier im unteren Bereich, kurz vor dem Knick von der Steinpackung, liegt hier ein riesiger Baum, wahrscheinlich vom Hochwasser angespült. Normalerweise lenke ich ja sehr viel meine Schnüre über Holz um, aber der Baum hier hat eine richtig scharfe, raue, von der Sonne ausgeblichene Rinde. Und da habe ich Angst, dass die Schnur vielleicht Schaden nehmen könnte. Wegräumen kann ich den Baum nicht, er ist zu schwer, aber er liegt direkt in meinem Angelweg. Und hier habe ich jetzt einen Eigenbau-Umlenker verwendet. Den habe ich mit Kabelbindern hier am Baum befestigt. Und damit werde ich meine Schnüre vom Angelplatz über den Baum sicher runter zur Spitze der Steinpackung umlenken. Die Plätze für die unteren beiden Montagen, für die weitesten stromabgesehen, sind gefunden. Damit werden wir jetzt auch anfangen, die ersten Montagen auszubringen. Und dann fahren wir stromauf und da zeige ich euch, wie wir dort vorgehen. Die Routen sind alle vorbereitet. Jetzt zum Anfang hier in der Steinpackung habe ich ganz unterschiedliche U-Posensysteme zusammengebaut, also verschiedene Modelle verwendet, um erstmal zu testen, ob es einen Unterschied gibt, ob die Wälze auf eine spezielle Präsentationsform des Köders stehen. Es sind alles U-Posen, die eine maximale Tragkraft von 10 Gramm haben, also kein zu hoher Auftrieb über die Steine. Ich will, dass die Köder ganz dicht über den Steinen präsentiert werden. Als Fanghaken kommen auf allen U-Posensystemen die Haarmontage zum Einsatz. Wie die perfekt zusammengebaut wird, ist ja meiner Meinung nach eine der effektivsten Montagen zum Welsangeln überhaupt, seht ihr in einem Video, das ging vor einiger Zeit bei mir auf dem Kanal online. Da findet ihr eine ganz detaillierte Bauanleitung. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Data U-Pose in 10 Gramm montiert. Dann mit meiner Lieblings-U-Pose, die Tree U-Pose, 10 Gramm. Dann natürlich auch Mikro-U-Posen. Die sind ja für die Steinpackung gemacht. Vorne eine kleine Mikro-U-Pose, dahinter eine 5 Gramm Tree U-Pose. Hier nochmal zwei kleine rote Mikro-U-Posen mit 3,5 Gramm Auftrieb. Und natürlich auch last but not least die EVA-U-Pose, also mit der haben wir schon richtig viele große Fische gefangen. Ein ganz, ganz unauffälliges U-Posen-Modell. Also ihr seht, am Anfang beim Start so einer Angelsession experimentiere ich auch immer gerne, ob sich irgendwas rauskristallisiert, was besser funktioniert. Die Tree als Wirbelwind oder ganz unauffällige U-Posen wie unsere EVA-U-Pose oder die Data-U-Pose. Ihr seht schon, ihr passt immer gut auf, hier sind plötzlich zwei fremde Rollen. Das ist Gerät hier von meinen Gästen. Bei meinen Wallertouren braucht ihr normalerweise kein eigenes Angelgerät mitbringen. Ich stelle euch alles zur Verfügung. Vom Vertikalangeln übers Ansitzangeln, U-Posen, Vorfach. Alles, was es gibt, alles, was ihr zum Welsangeln braucht, bekommt ihr bei mir bei den Touren als Gäste inklusive dazu. Manche Gäste sagen aber, ich habe eigene coole Routen, will mit denen auch selber angeln. Dann können diese natürlich ihr eigenes Angelgerät mitbringen. Eddie hat hier noch einen von den Klassikern am Start, die Black Cat Multibaiter. Eine sehr, sehr geile Rute, die hat er sich ja auch nochmal neu aufbauen lassen. Also ein absolutes Sahnestückchen. Und hat an seiner Rute eine relativ große Multirolle montiert. Ja. Viele Angler denken ja, Multirolle ist natürlich sinnvoll und nützlich für viele Arten der Welsfischerei. Wir haben ja auch sehr geile Multirollen im Programm. Die Long Ranger ist meiner Meinung nach die aktuell bewährteste Multirolle auf dem Welsmarkt, aber die kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Und manche Angler versuchen dann natürlich zu sparen und sagen dann, ich guck mal, ob ich noch eine andere Multirolle finde, auch mit einer großen Schnuraufnahme. Auf unsere Long Ranger bekommt ihr ja von einer 50er geflochtenen circa gute 400 bis 420 Meter, je nach Schnurhersteller, drauf. Die hat einen Schnureinzug von circa 130 cm pro Kurbelumdrehung. Und da merkt ihr einfach, dass es alles viel schneller, viel fluffiger, viel einfacher aus der Hand rausgeht. Ja?
Ich will da nur mal kurz drauf eingehen. Beim Kauf einer Multirolle nicht unbedingt nur darauf achten, dass möglichst viel Schnur drauf passt, sondern auch darauf achten, dass ihr einen möglichst hohen Schnureinzug pro Kurbelumdrehung habt, dass ihr ein starkes Bremssystem habt, ein gutes Getriebe, und dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Und jetzt fahren wir die erste Rute ans Bot. Die erste Montage ist einsatzbereit. Ich habe hier einen Stein an einer doppelten 40er Mono verbunden, genau dort, wo eure Hauptschnur auch angeknotet ist. Im unteren Bereich geht mein Vorfach jetzt weg. Neben der Haarmontage kommt eine 1,2 mm starke Mono zum Einsatz. Wir haben gut gefiedert, schöne Güstern gefangen. Das ist ein Top-Köder hier am Fluss, gehört zur Hauptbeute mit des Wallers. Ich gehe jetzt mit dem Einzelhaken oben durch das Maul der Güster. Jetzt kommt noch ein Sicherungsgummi oben drüber. So sieht das Ganze jetzt aus. In dem Gebiet, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, dürfen wir mit lebenden Köderfischen angeln. Also spart euch bitte irgendwelche negativen Kommentare im Video. Alles erlaubt, wie es hier gezeigt wird. Ich nähere mich jetzt langsam meinem Ablagepunkt, habe den Motor nur im Standgas laufen, setze jetzt als erstes meinen Köder ins Wasser. Die Rute mit der Multirolle liegt vor mir, Rolle ist geöffnet. Fahre jetzt langsam in die aufsteigende Kante rein. Lasse den Stein absinken. Und jetzt geht es auf direktem Wege zu meinem Umlenker. Die Schnur liegt jetzt perfekt geschützt beim Umlenker, und beim Zurückfahren lege ich jetzt noch mit der Rutenspitze die Schnur hier über diese Sträucher am Ufer. So wird die Schnur bei einem Biss nochmal zusätzlich geschützt. Die erste Rute sitzt. Bei der Bremseinstellung achte ich darauf, dass ich in der Packung jetzt hier nicht zu viel Druck drauf habe. Nicht wie beim Uferangeln, die Schnur wird zwar umgelenkt, aber dennoch ist, ich sage jetzt mal, da sind jetzt 6-7 Kilo Druck drauf, eine etwas leichtere Bremseinstellung hier bei den spitzen Steinen angesagt. Strom aufgesehen nutze ich nicht diese Gabelumlenker, die meine Schnur schützen beim Biss, sondern sogenannte feste Umlenker. Ich habe hier unsere Reflektorausleger benutzt, vorne mit einem Karabiner aus dem Wanderbereich. Und die hänge ich in Äste, die so leicht über die Steinpackung Richtung Wasser rausragen. Nach dem Ablegen, Strom aufgesehen, wird dann meine Schnur in diesen Karabiner eingehangen und auf direktem Wege stromab gespannt zum Angelplatz hin. Ich verwende hier, wenn ich gegen die Strömung stromauf angle, keine Reißleine, weil ich möchte, dass der Wels nach dem Biss konstanten Druck auf den Haken erhält. Ja.
Wenn ihr jetzt eine Reißleine hier verwendet, der Biss kommt, würde der Wels hier die Reißleine abreißen. Eure ganze gespannte Schnur, stromaufgesehen, fällt hier in die Steine und in das Holz rein. Und der Waller hat keinen Hakendruck mehr im Maul. Also er kann theoretisch gesehen den Köder wieder ausspucken. Oder ihr lauft Gefahr, dass die ganze zusammenfallende Schnur hier auf den Stein sich irgendwo verhängt und ihr einen Abriss riskiert. Deswegen feste Umlenker. Der kleine Nachteil dabei ist, wenn der Biss erfolgt, zieht ihr der Wels von eurem Angelplatz, stromabwärts gesehen, über diesen Umlenker ab. Und ihr müsst dann unter permanentem Druck an diesen Umlenker ranfahren, eure Hauptschnur ausklinken und könnt dann erst frei drillen. Aber diese Methode ist beim Angeln stromauf von eurem Angelplatz in der Steinpackung die sicherste Methode, um eure Schnur perfekt vor den scharfkantigen Steinen zu schützen und keinen Abriss zu riskieren, wenn die Schnur zusammenfällt. Ich werde jetzt insgesamt 3 von diesen festen Umlenkern stromaufgesehen von unserem Camp in der Steinpackung verteilen. Immer circa im Abstand von 50-60 Metern, dass ich unterschiedliche Bereiche der Steinpackung mit meinen Ködern abdecke. Stromabgesehen liegen jetzt schon mal 2 Montagen draußen. Die lassen wir über die Mittagszeit jetzt auch drin. Mal gucken, ob vielleicht sogar mittags ein Fisch unterwegs ist. Aber ich denke erfahrungsgemäß, die Dämmerungsphase, die Abendstunden, die Nachtzeit ist die bessere Zeit zum Welsangeln. Mit diesen Montagen hier nach oben gespannt werden wir dann auch erst heute Nachmittag starten, kurz vor der Dunkelheit. Und da wollen dann sicherlich auch meine Tourgäste dabei sein, denn die wollen ja was lernen. Vorbereitet ist jetzt alles, stromaufgesehen, 3 von den festen Umlenkern in den Ästen, die knapp übers Wasser ragen, stromabgesehen, 2 Umlenkgabeln und der eine selbstgebaute Umlenker am Baum. Mal gespannt. Und dann schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Jetzt werden wir nochmal chillen, ein paar Steine vorbinden, alles auf Vordermann bringen im Camp. Und dann kurz vor dem Hereinbrechen der Dunkelheit in der Dämmerungsphase werden die Ruten ausgelegt. Drückt uns die Daumen, dass da ein dicker Fisch in der Steinpackung hier kommt. Die Sonne geht langsam, kann man so sagen, den Bach runter. Und wir starten jetzt mit den Ruten gegen die Strömung und noch die restlichen Ruten flussabwärts. Ab geht die Post. Ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht auf den Stein stürzen. Drückt uns die Daumen, dass der Plan hier in der Steinpackung aufgeht. Jetzt fahren wir direkt an unseren Umlenker. Die Schnur wird eingehangen. Drücken uns vom Ufer wieder weg. Stein kommt jetzt wieder ins Wasser.
pünktlich zum Sonnenuntergang ist es vollbracht. Schaut euch mal dieses Ambiente an. Mega, mega schön. Richtig romantisch. Und die Routen liegen hoffentlich auch perfekt. Wie immer nach bestem Wissen und Gewissen. Ganz wichtig, was ich euch noch sagen möchte, wenn ihr selbst mit einer Packung angelt, klappt auf jeden Fall den Motor vom Schlauchboot hoch und euren Echolotgeber hoch. Nicht unbedingt aus dem Grund des Wellenschlags, dass er kaputt gehen könnte, sondern auch, weil dieser Störgeräusche im Wasser hinterlassen könnte. Ja. Die Strömung trifft ja drauf, verwirbelt dahinter und ein erfahrener Wels könnte das dann merken. Also hochklappen, wenn er braucht, klappt dann runter. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Euer Schlauchboot wird die Fische nicht stören, solange ihr nicht die ganze Zeit drin rumtrampelt und alles rausgetan habt, was ihr für die Nacht am Ufer braucht. Das Gleiche gilt natürlich auch für den vorderen Bereich hier, wo die Ruten stehen. Also nicht jetzt permanent über die Steine hier drüber laufen. Denn wenn die Steine anfangen zu kippeln und es klappert dann so, ihr kennt das, wenn ihr auf einer Steinbank unterwegs seid, das überträgt sich definitiv ins Wasser rein und das verschreckt die Fische. So, und jetzt machen wir es uns hier oben am Camp gemütlich, gibt was Feines zu essen und ihr seid natürlich dabei, wenn der Plan hier aufgeht. Ne? Ob wir richtig gepokert haben mit der Steinpackung oder ob vielleicht das Naturufer auf der anderen Seite uns eher einen Fisch gebracht hätte. Aber wenn hier nichts geht, ziehen wir morgen auf die andere Seite. So einfach ist Welsangeln. Wenn ich nachher in meinen Schlafsack rein will, ist auf jeden Fall alles voller Sand und ich habe Mitbewohner. Also Fini ist schon mal komplett am Arsch, die liegt da hinten und pennt, die hat sich schon gemütlich gemacht und natürlich auf meinem Schlafsack. Aber was macht man nicht alles für sein Hunderle? So gemütlich kann Walleangeln aussehen. Ja, die Ruten sind bis jetzt noch ruhig. Ab und zu klingelt mal ein Glöckchen. Also die Köderfische sind aktiv, aber noch kein Biss. Wir haben jetzt 21 Uhr, stockdunkel. Und ihr habt ja eben gesehen, Eddie ist am Knoblauch schneiden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video posten, was ihr glaubt, was es zu essen gibt. Und der erste Post, der es richtig trifft, was wir heute Abend essen werden, der kriegt von mir einen fetten Preis geschickt. Also, probiert es mal aus. Ihr kennt mich, ihr habt schon viel gesehen. Bin gespannt. Bin gespannt, wer es als Erster reinschreibt. Nur der Erste zählt. So, ich hoffe, ihr habt alle kräftig in die Kommentare reingepostet. Kann leider nur einer gewinnen. Die ganzen Jungs hier sitzen in großer Erwartung. Schon da, haben Hunger. Ich zeige euch mal unser Kochstudio. So, und jetzt wird das Rätsel gelüftet. Frisch vom Mare. 2 Kilo. Feinste Grande Gambaretti. Schaut mal. Hoffentlich reicht es für 3 Personen. Wir sehen uns, wenn es draußen in der Steinpackung knallt. Bis später. Great. Stefano.
Eddie. First sight, first fish. So far away, man. Young baits. Massiv da unten. Big Fish in den Stein. Solid ist richtig krumm. Wahnsinn. Schön halten. Da oben seht ihr den Mond über uns. Und Flo hat einen richtig guten Fisch am Band. Solid Bank ist richtig krumm. War der richtige Plan, in der Steinpackung genau hier in der aufsteigenden Kante abzulegen. Richtig umgelenkt, geht's vorwärts. Der steckt da richtig massiv unten. Man dreht schön ein Schlauchboot. Wahnsinn, was die Rute kann, ey. Wahnsinn. Guter Fisch ist das. Das ist so krass, was die Ruten aushalten. Ja, nicht alle, nur die richtigen. Die richtigen, ja. Ich habe auch noch die Bremse gehört. Das ging so schnell, das Ding. Das war ein brutaler Druck, der hat fast die Gatte da gekriegt. Der große Haken sitzt gut. Jawoll! Alter Flo! Boah. Alter! Guck dir das Ding an! Flo! Jawoll! Oh, Alter, ist der massiv! Und guckt euch dieses Ding an! U-Pose hier! Ich sag doch, der Tannenbaum, der wirkt Wunder! Wahnsinn! Wahnsinn! Pau! Jawohl, wie geil ist das denn? Ja, besser geht's nicht. Wahnsinn. Was die U-Pose hier kann. Krank. Ganzes Schlauchboot ist voll. Bis später.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Die Sonne ist endlich da. Heute Morgen war es noch richtig eisig. Nebellage auf dem Fluss, also war richtig kalt nochmal heute Nacht. Aber der Plan ging auf und ich bin mega, mega happy. Selbst im Morgengrauen jetzt noch war Aktion an den Routen. Also die Köder waren sehr aktiv, kam leider aber keine Aktion jetzt im Hellwerden. Ist auch immer eine gute Zeit zum Welsangeln eigentlich. Da kann plötzlich noch mal was passieren. Aber gestern Nacht war doch der Hammer, oder? Eddie fängt an mit dem 1,70er auf die EVA-U-Pose. War ein schöner, stabiler Fisch. War ein cooler Drill. Und dann, wie der Mond richtig oben stand, dieser kugelrunde Monsterwels für den Flo. Absolute Drillpower, die dieser gewaltige Wels auf die Solid Bank gebracht hat. So, ich bin jetzt schon wieder am Überlegen, ob wir hier noch eine Nacht bleiben sollten oder ob wir weiterziehen, wieder was Neues ausprobieren. In der Regel ist es ja so, umso öfters man Arbeit auf sich nimmt, die Plätze wechselt, immer wieder neue Reviere beangelt, desto öfter oder desto mehr Fischkontakt bekommt man. Wir werden das jetzt mal in der Gruppe besprechen, wie es weitergeht. Ich muss ja auch meine Gäste fragen, ich will die ja nicht quälen. Nicht, dass sie denken, jetzt schon wieder alles einpacken, alles wieder irgendwo neu freipfosten, einen Platz freigraben. Ja. Aber bis das losgeht, bis wir die Entscheidung treffen, wie es weitergeht, seht ihr jetzt erstmal die Bombe. Ab geht's. Zeigen euch jetzt mal das Ding, wenn wir ihn hochkriegen überhaupt. Alter. Den kann man kaum mehr anheben, den Fisch. Ist nicht der längste mit knapp 2,20. Aber ein riesen Ungetüm. Probier es nochmal, ob du zeigen kannst. Den Bauch da unten ist ja Wahnsinn. 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 In der Steinpackung geht's rund. Dort, wo keiner angelt, warten solche Überraschungen auf euch. Was ein Monster. Man sieht dich kaum dahinter. Jawohl. Wahnsinn. Das war ein richtiges Monster. Ein Riesenwels hier aus der Steinpackung, aus den Bereichen, die die meisten Angler links liegen lassen, weil es einfach unbequem ist, ja. Und teilweise auch unvorstellbar, wie man da sicher drin angeln soll. Ihr habt gesehen, dass es geht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch. Dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.